Hallo, schön, dass du kurz eingeschaltet hast. Ich habe einen Zwischenruf. Was ihr hinter mir seht, ist ein Gewächshaus, wie es jetzt zu Tausenden in Deutschland gibt. Und zwar sind es Marihuana-Pflanzen, Hanfpflanzen, seine Draufsicht, die sind unter Kunstlicht, hinten sieht man. Denn, wir wissen es ja, seit dem 1. April, kein Aprilscherz, seit dem 1. April 2024 ist der Marihuana-Konsum in Deutschland legal. Marihuana ist okay, sagt der Politiker. Bei Kokain ziehe ich eine Linie. Ha, ha, ha. Ne? Wenn ihr weißt, wie das geht und was das ist und so. Gut, ihr Lieben, ich hab da ein paar Sachen zu sagen dazu. Okay, ganz kurz. Ich will da auf ein paar Sachen eingehen. Erst einmal, man muss Prioritäten setzen, das ist völlig richtig. Na? Die Stromversorgung, die ist einen Blitzschlag vom Blackout weg. Es werden ja immer weiter Kraftwerke abgeschaltet. Die Industrie, die flüchtet. Andererseits flüchten aber Facharbeiter nach Deutschland. Alles wird teurer. Und die Stimmung ist gedrückt. Was liegt da mehr auf der Hand, als Kiffen zu legalisieren? Weil irgendwie muss man das ja aushalten. Ich frage mich, kann Kokain, die Legalisierung von Kokain, weit hinten dran sein? Ich habe gelesen, dass im Bundestag es so ist, dass man da geprüft hat. Man hat dort 28 Toiletten angeblich und auf 22 von denen haben sie Kokain nachgewiesen. Also wer weiß, was da alles in der Mache ist. Vielleicht ist ja Marihuana nur der erste Schritt. Ja? Wer weiß, wir müssen uns überraschen lassen. Und jetzt kommen natürlich einige besonders clevere Christen und sagen, Pastor, hör mal zu, es ist ja jetzt so, dass das Cannabiskonsum legal ist. Erstens. Und zweitens hat Paulus nicht gesagt im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt? Okay, gut. Gut, dass du so deutlich drüber redest. Ich sage da mal eins. Ich möchte hier keinen Kiffkopf sitzen haben. Genauso wenig, wie ich sonst jemanden haben möchte, der berauscht ist. Wir hatten das schon in den vergangenen Jahren, dass Leute so abgefüllt waren mit Heroin und dann auf den Stühlen hier saßen, gelächelt haben, gekichert haben und dann pfumm vom Stuhl gefallen sind und so. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen aufnahmefähige Zuhörer. Amen. So, wichtiger Punkt. Die Sache ist die, Kiffen führt bei Christen zu Angstzuständen. Okay, das weiß ich, weil ich ganz am Anfang, als ich Christ war, selber noch gekifft habe. Erstens. Und bei allen anderen Christen, die auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, Pastor, hör zu, ja, es stimmt, ich kiff ab und zu oder hab gekifft, aber jetzt habe ich Angstzustände. Wisst ihr, was das ist? Diese Angstzustände sind der Kater von Marihuana. Bei Alkohol, da hast du Kopfweh. Nach Marihuana-Genuss haben Christen Angstzustände. Wenn du Angstzustände haben willst, kiff ruhig. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann erspar dir das ganz grundsätzlich. Aber ich habe noch einen Vers für uns. Ja? Das heißt, ein paar Verse noch, die wir uns ganz kurz zu Gemüte führen wollen. Ein Rausch, der führt zu unabsichtlichen Problemen. Das ist grundsätzlich so. Oder lass mich so sagen, ein Rausch führt zu unabsichtlichen Problemverhalten. Vielleicht nur ganz grundsätzlich. Beim Kiffen, beim Marihuana-Konsum ist der Rausch das Ziel. Bei anderen Mitteln, die auch berauschen können, Wein zum Beispiel, ist der Rausch nicht das Ziel. Also wenn du ein kultivierter Weintrinker bist, ja, und das ab und zu magst, meine Güte, dann weißt du, man braucht da eine Zeit, bis man den Wein getrunken hat. Und für den Durst hat man Wasser daneben stehen. Okay? So, man trinkt also Wasser und Wein. Erst das eine zwecks Geschmack und dann das andere zwecks Durst. Bei Bier ist es wieder anders. Bier hat gewisse Nahrqualitäten sogar. Naja, Wissen ist nahrhaft in einer gewissen Weise, wenn man es nicht übertreibt. Okay, immer davon ausgehen, dass diese Dinge nicht übertrieben werden sollen. Mäßigung ist ganz, ganz wichtig. Wir sollen diese Dinge dominieren, beherrschen, richtig. Aber bei Marihuana und solchen Rauschmitteln ist es anders. Die dienen nicht dem Genuss, während du das Zeugs qualmst, sondern das ist hinterher. Es gibt ja hinterher katzengleiche Eigenschaften. Wisst ihr, Katzen, vor allem wenn sie noch jung sind, die sind total fasziniert, können sich stundenlang mit einem bunten Blatt Papier beschäftigen. Genauso wie Bekiffte. Die schauen ein Blatt Papier an und freuen sich über die leuchtenden Farben und so. Das ist peinlich, okay. Nun gut. Also gut. Rausch führt zu unabsichtlichem Problemverhalten.
Und wir sollen uns nicht mit Wein und auch nicht mit Cannabis berauschen, okay? Worin Ausschweifung ist, sagt Paulus, Epheser Kapitel 5, Vers 18, sondern wir sollen voll Geist werden. Also nicht voll Spirituosen, sondern voll Spirit, voll Geist. Und das wirst du dadurch, dass du Lobpreis machst. Du kommst gut drauf, ganz ohne Kater, dadurch, dass du Gott lobst und preist und dich an die guten Dinge erinnerst, die er für dich gemacht hat. Aber das ist eine Sache nur, das ist eher auf der intellektuellen Ebene. Wenn du in einen Gottesdienst wie den unseren kommst und dann die Lobpreisband loslegt und Gott zur Ehre spielt, okay, dann kommt eine Gegenwart Gottes in den Raum hinein und dann gibt's da gute Gefühle. Ja, deswegen sind Lobpreisgottesdienste beliebt und Gott gut besucht und so, weil die ganz einfach dich mit Gott verbinden. Du lobst und preist Gott. Es ist einzig der Sinn und Zweck von diesen Dingen. Und ganz nebenbei kommst du dann auch noch in eine gute Stimmung hinein. Okay? Und das ist ja das, was du willst. Und Paulus sagt, hey, alles klar. Wisst ihr, man kann so voll Geisteszimplus sein, dass man mit den Knien wackelt. Kein Witz. Ja? Habe ich alles schon erlebt. Passiert natürlich nicht immer, völlig klar. Aber du gehst auf jeden Fall nach einer Lobpreiszeit erbaut wieder heim. Im Gegensatz zu, wenn du besoffen bist, müsst ihr euch gegenseitig schützen und ihr wankt heim, übergebt euch über den Zaun drüber, der Nachbar dankt's. Ja, und das ist nichts. Und bei Alkohol, genauso wie bei einem Drogenrausch, ist es so, dass es zu einem unbeabsichtigten Problemverhalten kommen kann. In anderen Worten, du verhältst dich auf eine Art und Weise, die du eigentlich gar nicht im Sinn hattest. Plötzlich machst du Dinge, für die du dich hinter dir schämst, furchtbar schämst. Der erste Berauschte in der Bibel war Noah. Im 1. Mose Kapitel 9 steht es. Der hat Wein angebaut, weil er ein Ackermann war oder ein Landmann war. Und dann hat er geerntet und er hat wahrscheinlich Federweißen erwischt. Es hat geschmeckt wie Saft, aber war alkoholhaltig. Und dann ist er aus Versehen berauscht worden. Ich glaube absolut nie, nicht eine Sekunde lang, dass Noah sich absichtlich betrunken hat. So war Noah nicht. Okay? Hat er nicht gemacht. Es ist ihm passiert. Und was hat er gemacht? Er war im Zelt, immerhin war er im Zelt und hat sich dort entblößt. Und da kam dann jemand von der Familie und hat es gesehen, hat es breitgetreten. Wir wissen nicht, was da sonst noch lief. Auf jeden Fall war Folgendes dann. Noah, nachdem der Rausch von ihm gewichen war, war so sauer, als er erkannt hat, was sein Jüngster ihm angetan hat. Wir wissen nicht genau, was es war. Aber der hat den Kanaan, einen Nachkommen, der wahrscheinlich der Schuldige war, der sich da Freiheiten mit dem Opa erlaubt hat, den hat er verflucht. Also es ist keine gute Sache gewesen. Keine gute Sache. Jetzt lassen wir noch zu einer Schriftstelle kommen aus dem Mund Christi. Interessiert das irgendjemanden? Okay, gut. Und zwar Lukas Kapitel 21, Vers 34. Ich habe eine Verheißung für Christen, die nicht kiffen und da gar nicht dran denken und es definitiv nicht machen werden. Schaut, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu berauschen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu bekiffen. Wir sind in der Krise und Jesus kommt bald. Und im Lukas Kapitel 21 geht es um die Endzeit. Und wenn du mal nachschaust, dann sind wir wieder einmal in einer Endzeit, okay? Es könnte sein, dass der Herr bald kommt. Die Anzeichen, die sind eigentlich alle da. Wir könnten sie durchbuchstabieren, was wir heute Abend nicht machen. Und wir würden sehen, ja. Es könnte sein, dass der Herr sich ankündigt. Wenn ihr anfangt, diese Dinge zu sehen, Wetterkapriolen und Kriege, Kriegsgerüchte und alles mögliche andere noch, Verfolgung auch der Christen wieder, Einschränkung des Meinungskorridors, ja, und diese ganzen Dinge, dann kann es bald soweit sein. Und dann sagt Jesus in 21,34 Lukas, hütet euch aber, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hüte dich, schon mal präventiv. Hüte dich aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch. Das ist das einzige Mal in der Bibel, dass Rausch einfach so dasteht. Und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag, der Tag der Wiederkunft Christi oder der Tag der Entrückung, plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Vers 36. Wacht aber zu aller Zeit betend, das heißt dein christliches Glaubensleben ernst nehmend, damit ihr imstande seid, allem diesen, was geschehen soll, zu entfliehen. Du den Katastrophen der Endzeit sollst du entfliehen
und vor dem Sohn der Menschen stehen. Wenn du also auf Rausch verzichtest, auf Alkoholrausch und Drogenrausch und diese Dinge verzichten tust, dann bist du eher imstande, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen. In anderen Worten, wenn du auf Rausch verzichtest, wirst du Problemen entfliehen. Ganz einfach ausgedrückt. Dann wirst du Problemen entfliehen. Tut irgendjemand hier gerne Problemen entfliehen? Jemand außer mir? Okay. Na, natürlich. Und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Schau, wenn du dem Rausch aus dem Weg gehst, dann bist du in der Lage, vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und der steht dann natürlich vor dir. Und der hilft dir dann, diese Dinge zu entfliehen, der Probleme zu fliehen. Und das ist wunderbar. Also, wenn du diesen Rauschmitteln dich hingibst, dann beschwert es dein Herz, auf Deutsch, das macht dich für geistliche Dinge unsensibel. Alkohol und Drogenrausch macht dich für geistliche Dinge unsensibel. Du willst aber sensibel sein. Du willst die Impulse Gottes hören und fühlen können. Und auf diese Art und Weise dann den Problemen, die kommen, entfliehen können. Amen. Und noch ein Vers jetzt zum Schluss. Wir sind hier als Christen Könige und Priester. Als solche sind wir Stützen der Gesellschaft. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, du Stütze. Und denen hat Salomo was zu sagen. Schau, wir können uns nicht leisten zu kiffen, wir sind zu wichtig. Sprüche 31, Verse 4 bis 7. Nicht für Könige, also und Priester, dich und mich, geziemt es, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist starkes Getränk oder wo ist der nächste dicke Roller? Ja, das interessiert uns alles nicht. Damit er nicht trinke und das Vorgeschriebene vergesse und die Rechtssache aller Kinder des Elends verdrehe. Wenn du eine Person bist in Autorität, in irgendeiner Form, dann kannst du dir nicht leisten zu kiffen, damit du nicht Mist baust auf der Arbeit. Okay. Also, Vers 6 noch, gebt starkes Getränk dem Umkommenden und Wein denen, die betrübter Seele sind. Er trinke und vergesse seine Armut und erinnere sich nicht mehr an seine Mühsal. Auf Deutsch, Rausch ist Therapie für Verlierer ohne Draht zu Gott. Und das bist du genau nicht. Amen. Okay, das war jetzt mein Zwischenruf in Bezug auf die Cannabis-Legalisierung. Gott im Himmel erbarmt sich über uns. Amen.